Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier beim 1. FC Heidenheim. Wir laufen die Pressekonferenzen in Corona-Zeiten ja getrennt. Nach dem 0:0 unseres SCP 07 hier in Heidenheim, das war für uns der erste Punkt. Und ich gebe gerne das Wort zunächst an unseren Cheftrainer Steffen Baumgart für seinen Kommentar zum Spiel. Bitte, Steffen. Ja, also erstmal, glaube ich, sollten wir uns darüber freuen, dass es der erste Punkt ist bei einer sehr, sehr starken Mannschaft. Wenn ich beide Halbzeiten sehe, geht für mich das Unentschieden in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit für mich sehr, sehr gut im Spiel in vielen Situationen. Aber auch da hat man gemerkt, dass die eine oder andere Sache dann einfach nicht rund läuft, ein bisschen Unruhe drin ist. Wir hatten dann aber die eine oder andere Möglichkeit, gerade mit Svante Ingelsson, der dann nochmal direkt aufs Tor zuläuft alleine und daneben setzt. Zweite Halbzeit, muss man sagen, geht das Spiel an Heidenheim. Dementsprechend müssen wir natürlich auch mit dem Punkt leben, können auch mit dem Punkt leben. Wir freuen uns, dass es ein kleiner Schritt ist, für uns natürlich ein kleiner Schritt. Ich glaube, das ist uns allen bewusst und allen klar. Aber so fängt man an. Mit einem Punkt geht's los, den haben wir heute geholt. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt in der Länderspielpause gerade auch mit den Angeschlagenen, mit den jungen Spielern einfach weiterarbeiten können, Ruhe weiterarbeiten können und dann dementsprechend auch uns verbessern. Klar einen Weg nach vorne finden, mehr Ruhe aus dem Ballgewinn herausarbeiten und spielen, um dann die ein oder andere wirkliche gute Tormöglichkeit auch zu haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Steffen. Ich habe von Frank Beinecke, Neue Westfälische hier in Paderborn, drei Fragen für dich bekommen. Die wollen wir doch gerne nacheinander abarbeiten, Frank. Wie wichtig ist dieser Punkt, gerade angesichts der vielen Widrigkeiten, die das Team derzeit wegstecken muss? Er meint da sicherlich in erster Linie die Verletztenmisere. Bitte, Steffen. Ja, aber wir gucken ja nicht auf die Verletzten. Natürlich tut uns das weh, dass der ein oder andere Spieler, der auch am Anfang in der Startformation war, jetzt verletzt ist. Das ändert aber nichts daran, dass wir versuchen, unser Spiel durchzusetzen, umzusetzen. Wichtig ist dabei, dass man natürlich auch mehr Ruhe reinkriegt. Ich glaube, man hat den Jungs angemerkt, dass sie nicht die Leichtigkeit haben, dass sie nicht die Ruhe haben, sondern dass wir aus vielen, vielen Ballgewinnen, die natürlich auch passiert sind, weil beide Mannschaften dann meines Erachtens auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat, nicht in der Lage waren, das Ding wirklich nach vorne sehr gut auszuspielen. Dass die Jungs verletzt sind, das tut uns sehr, sehr leid. Und trotzdem müssen wir mit denen arbeiten, die hier sind. Die machen das gut, die wollen. Das hat man heute auch gerade in der zweiten Halbzeit gesehen, weil man sich da auch gegenstemmen musste. Und deswegen nehmen wir die Situation, wie es ist, und freuen uns auf alle, die gesund wiederkommen. Danke, Steffen. Wir hatten ja heute zwei Spieler, die das Spielfeld aufgrund von Verletzungen verlassen mussten. Dahin geht die zweite Nachfrage. Warum musste Sebastian Schonlau raus und was hat Sebastian Vasiliades abbekommen? Bitte, Steffen. Vasi hat nicht des Längeren, sondern hat immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk, wo er sich dann immer wieder auch tippen muss. Und wenn dann eine Situation kommt, wo er eben sich vertritt oder leicht umknickt, dann hat er einfach eine Situation, dass der Schmerz mal schneller weggeht und mal ein bisschen braucht. Deswegen sind wir immer wieder froh, dass er sich auf dem Platz da auch eben, dass er sagt, er spielt, er macht, er wird alles versuchen. Das hat er getan. Dann in der Situation hatte ich kurz mit ihm gesprochen, da sagt er, ist er falsch aufgekommen. Und dann gibt es immer wieder die Situation, dass es zu lange dauert, um ihn dann im Spiel zu lassen. Deswegen haben wir ihn rausgenommen. Bei Bascho ist es so, dass Bascho schon seit gestern so ein bisschen keinen grippalen Infekt hat, aber ihm ging es nicht gut, hat auch keine erhöhte Temperatur, aber grundsätzlich hat er schon körperliche Probleme gehabt, hat aber signalisiert, dass er auf jeden Fall spielen möchte, solange es geht. Das hat er getan und dann hat er ein Zeichen gegeben, dass es nicht mehr geht und dann haben wir gewechselt. Ja, dann kommen wir zur dritten Frage, die betrifft unseren zweiten oder ersten, wie immer wir wollen, Linksverteidiger. Wann hatte sich Jamilo Collins krank gemeldet und ist ja noch mit nach Heidenheim gefahren? Bei Sky wurde behauptet, er dränge auf einen Vereinswechsel. Ist dem so? Okay, als erstes würde ich mal anfangen, wenn man auf einen Vereinswechsel drängt, dann sind das halbherzige Informationen, weil da müsste erstmal ein Verein da sein. Der ist nicht da, also kann er auch nicht wechseln, auch wenn er das vielleicht möchte, was ich aber nicht glaube. Jamilo hat eine Grippe gehabt und hat sich grippemäßig abgemeldet. Da muss ich mich bei der Presse entschuldigen, dass ich Ihnen das gestern nicht gesagt habe. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich dem Gegner da nicht erklären wollte, dass uns der zweite Linksverteidiger fehlt. Deswegen habe ich das unter uns behalten. Nein, er ist nicht mitgefahren, weil er einen grippalen Infekt hat und deswegen mussten wir ihn ersetzen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Begrüßt dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, ich darf dich zum Fazit zum Spiel bitten. Ja, genau das Spiel, was man erwarten konnte. Viel Intensität, viele Umschaltmomente. Wir sind in der ersten Halbzeit
sehr gut reingekommen, haben hochgepresst, haben Ballerung erzielt, hatten die erste große Chance durch Patrick Schmidt mit dem Kopfball. In der Phase haben wir Druck gemacht, können wir vielleicht sogar in Führung gehen. Danach ist Paderborn besser ins Spiel gekommen, hatte drei richtig gute Möglichkeiten, konnten ihre Stärken ausspielen. In die Schnittstellen rein, viel Tempo. Da war es gut, dass wir die Phase überstanden haben. Haben uns dann wieder die ein oder andere Chance dann schon in der ersten Halbzeit erspielt. Und somit glaube ich, das 0-0 geht in Ordnung zur Halbzeit. Ja, und zweite Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt, denke ich. Wir haben alles dafür getan, um die drei Punkte mitzunehmen. Mussten bei allem Engagement und Offensivdenken natürlich auch immer im Kopf haben, die Konterstärke vom Gegner. Darauf hat Paderborn gelauert, aber wir haben da hinten keine Fehler gemacht, sind gut gestanden und haben uns schon eine Vielzahl an Chancen und ein paar hundertprozentige rausgespielt. Allein die Belohnung hat gefehlt. Ich glaube, wir hatten 3-4 hundertprozentige, da muss man eine davon machen. Aber wenn man sie eben nicht macht, dann muss man schauen, dass man hinten kein Tor bekommt, dass man zumindest den Punkt mitnimmt und dementsprechend müssen wir damit leben. Vielen Dank, Frank. Gibt es Fragen an unseren Trainer zum Spiel? Thomas Jenscher für die Heidenheimer Zeitung, bitte. Wir haben heute Norman Steuerkraft in der Innenverteidigung gesehen. Ist nicht ganz neu, aber schon lange nicht mehr. War das für dich stabilere Lösung gegenüber dem St. Pauli-Spiel? Na gut, lagen gerade mal 4 Spiele dazwischen, weil gegen Bremen hat der Innenverteidiger gespielt. Ich habe es ja gesagt, wir haben nicht so stabil gespielt die ersten Spiele. Da hat man gemerkt, dass ein bisschen die Erfahrung fehlt, vielleicht auch die Kommunikation. Und jemand, der die Situationen kennt, jetzt schon im Braunschweig-Spiel war es nicht optimal, im Spiel in Wiesbaden auch nicht. In Pauli haben wir 4 Gegentore bekommen und mir war dann wichtig, einfach Erfahrung reinzubekommen, eine gewisse Ruhe und dass sich auf die Abwehr auswirkt. Und ich glaube, das hat man heute gesehen zu 100%. Da hat Teuer große Anteile dran gehabt, dass wir insgesamt da über 90 Minuten gesehen sehr stabil sind. Und die 2-3 Situationen, das ist Qualität von Paderborn. Die kann man nicht immer verteidigen. Aber insgesamt, ich habe es eben gesagt, vor allen Dingen, wenn man die zweite Halbzeit nimmt, wie wir 45 Minuten plus die Nachspielzeit nach vorne gespielt haben und in keinen einzigen Konter reingelaufen sind, sehr gute Zweikämpfe geführt haben, dann war es eine richtig gute Leistung. Aber wie gesagt, am Ende muss man auch aufpassen, weil wenn man immer gut spielt und dann keine Punkte holt, es sollte nicht zu lang gehen. Irgendwann muss man sich wieder belohnen. Aber entscheidend ist, dass man dann auch vorne die Chancen hat und sich nicht irgendwie einen abquält. Sarah Schwellinger für die Schwäbische Post, bitte. Haben Sie noch 1-2 Sätze zu Robert Leipertz? Der hat sich ja heute immer wieder gut durchgesetzt, hat sich ins Zentrum gespielt, aber irgendwie Pechvogel hat es nicht so ganz sollen sein mit dem Tor. Pechvogel überhaupt nicht, weil er war einer der wenigen, der den Ball auch bei einer Chance aufs Tor gebracht hat. Und deswegen, er hat schon in der ersten Halbzeit viele Balleroberungen gehabt, hat die Bälle gut gehalten, gut verteilt, hat sicherlich nicht jeden offensiven Zweikampf gewonnen, aber war immer gefährlich und deswegen ist mit Sicherheit kein Pechvogel, sondern er hat eine richtig gute Leistung für mich heute gebracht.